Hallo, herzlich willkommen in der Mobilgarage. Hier mal ein kurzer Einblick wieder über unsere Qualitätssicherung. Wir haben von einem namhaften Großhändler hier in Deutschland wieder mal ein Tankdeckelangebot bekommen für die 40mm Geschichte Kawi, die ich leider nicht mehr produziere. Und da seht ihr jetzt mal, was wir mitmachen im Endeffekt, bevor wir es ins Sortiment aufnehmen. Hier seht ihr den Tankdeckel, der ist wirklich sehr gut verarbeitet, Chrom, top, Verarbeitung wirklich sehr gut. Hier liegt die Dichtung sauber drin, ist verpresst, also alles einwandfrei. Jetzt hat ein Tankdeckel natürlich noch eine wichtige Aufgabe, er muss abdichten, aber auch entlüften. Und dann haben wir das Ding einfach mal mit 2-3 Hammerschlägen geöffnet, sieht dann so aus. Hier haben wir im Endeffekt, wie gesagt, der Deckel, der ist sehr gut verarbeitet. Der Einsatz, dazwischen kommt dann die Gummientlüftung und hier kommt dann nochmal die Dichtung rein. Tankdeckel einfach zu prüfen, Mechanik alles sehr gut. Dann haben wir die Gummiteile natürlich, benzinresistent müssen sie sein. Einfach mal eine halbe Stunde hier in Benzin eingelegt. Hier sieht man auch ganz schön mal die Entlüftung, hier die seitliche. Und hier das Loch, das kleine, das man hier sieht. Die beide müssen immer geöffnet bleiben. So, jetzt gehen wir mal her und lege das Teil dahin, wo es hingehört, nämlich hier rein. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das passt nicht mehr rein. Es hat sich stark ausgedehnt. Jetzt versuchen wir es mit Gewalt einzulegen. Was passiert? Man sieht es hier jetzt ganz schön. Die Entlüftungsbohrung wird geschlossen. Die ist einfach zu. Hier, ja, wenn es drin liegt. Und hier, die liegt auch oben an. Das heißt, der Tankdeckel hat keine Entlüftung mehr. Was passiert? Ganz klar, ihr fahrt mit dem Moped. Das Ding bleibt auf einmal stehen. Ihr haltet an, sucht 5 Minuten, 10 Minuten den Fehler. Denkt euch, okay, wir fahren weiter, ich probiere es nochmal, ja, und dreht nochmal rein, super, das Ding läuft, gar kein Thema, weil der Unterdruck jetzt ein bisschen abgebaut wurde. Ihr fahrt wieder ein paar Meter, selbe Problem, das Moped geht während der Fahrt aus. Was passiert? Ihr müsst euch vorstellen, es ist ein geschlossener Behälter, es ist Kraftstoff drin, der wird durch die Schwerkraft nach unten gedrückt und oben entsteht ja, oder ist eine Luftkammer. Und wenn da keine Luft oben reinfließen kann, durch den Tankdeckel, wenn diese Öffnung verschlossen ist, dann ist natürlich das Problem gegeben, das Ding zieht Vakuum, der Kraftstoff läuft nicht mehr runter, ihr bleibt mit dem Fahrzeug stehen. Also der Tankdeckel ist schön gemacht, die Dichtung ist ebenfalls zu groß schon. Man kann wirklich sagen, das Ding, Nagel in die Wand, an die Wand hänge, eine Lampe drauf, für mehr taugt es nicht, wird bei uns also nicht verkauft. Ja, das war's, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.